Erstes Highlight am Freitag ist die Parallelfahrt der zwei Züge mit 52 80 79-7 und 18201 zwischen Tharandt und Freiberg. Im BW ist Rangieren angesagt, denn gleich wird das Fest eröffnet. Aus Berlin ist auch schon 52 81 77-9 eingetroffen. Sie steht für Führerstandsmitfahrten bereit. Und da kommen auch die zwei Maschinen aus Freiberg zurück.
Der Zug wird in die Abstellung gebracht und wir fahren nach Coswig, um den ersten der Sonderzüge zum 175-jährigen Jubiläum der ersten deutschen Ferneisenbahn zwischen Leipzig und Dresden auf der Fahrt nach Riesa zu sehen. Dieser Zug wird gezogen von der frisch hauptuntersuchten E7710 der IGBW Dresden-Altstadt und nachgeschoben von der 35-1097-1 der IG Lok 58-3047 aus Glauchau. In Dresden werden inzwischen schon wieder die Züge für die zweite Parallelfahrt auf der Tharandter Rampe vorbereitet. Kommt der andere Zug? Thank you.
Nun wird es gleich losgehen. Unverständlich für alle Eisenbahnfans war, warum die Bundespolizei ausgerechnet über den Dampfzügen herumfliegen musste und somit ihrem Hubschrauber bei den Videofilmern den Ton zerstörte. Die 01-1533-7 hat den Sonderzug aus Linz in Hof abgeholt und die Rampfahrt kommt auch zurück.
Zur Nachtfotoparade sind wieder viele Leute gekommen. Auf der Nossener Brücke und im BW findet man kaum noch ein Plätzchen. Thank you.